aus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Mit mir, dem Jan. Jetzt werde ich hier das DLC-Spielen anfangen. Erste Folge dazu. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber egal. Irgendwas kommt schon aus meinem Mund. Oder auch nicht. Also für mich habe ich lange nicht gespielt. Die Mission, die Hauptstory. Aber für euch ist das ja nicht so lange. Ja, sofern ihr das Video guckt. Weil ich ja im Voraus aufgenommen habe. Die Hauptstory. Wobei ich hätte gerne auch noch andere Sachen aufgenommen hätte. Wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, warum habe ich das denn nicht gemacht? Zum Beispiel habe ich jetzt alle Kultisten getötet. War den besten Söldnerrang, den es gibt. Aber das war ich, glaube ich, schon vorher. Bin jetzt Level 70. Jetzt kam das Update mit den ganzen... mit den 30 Fähigkeitspunkten. Die habe ich auch schon alle verbraucht. Ja. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ich finde es... mir fällt auf, dass dieses DLC genauso anfängt wie das andere bei Assassin's Creed Origin. Weil... wir da auch an einem Hafen waren. So, mal gucken, wie es dann hier weitergeht. Sind wir schon so verzweifelt? Wir helfen jemandem beim Umzug? Was denn? Der Kerl hat eine Menge Kram. Arbeit ist Arbeit. Und ein paar Drachmen extra haben noch keinem geschadet. Manchmal verdienen selbst die einfachsten Dinge unsere Aufmerksamkeit. Das hier hat meine Aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient. Erreiche das brennende Dorf. Die Ritter kommen. Die Reiter kommen. Hilfe! Bitte! Helft mir! Malon! Es ist nicht mein Dorf, also auch nicht mein Problem. Wieso wird hier immer alles abgefackelt, ey? Ja, ein bisschen Holz. Schadet nie. Riecht das auch? Ja. Sie wollen töten. Befreie die Dorfbewohner. Warum Unschuldige angreifen? Weil Schuldige für die zu stark sind, weil das schwere... Also da sind ein paar Wachen. Ich glaube, ich schalte erst die Wachen aus, weil die so besser fliegen können. Ja. Ist da hinten noch ein. Dann kann ich die alle losmachen. Ich
finde es erstaunlich, dass ich nicht einmal gebrannt habe. Zeus sei Dank, Söldnerin. Söldnerin, pass auf! Bei ihrem Lager wird auch Hilfe gebraucht. Herse? Adlerfrau. Du? Du bist die Adlerfrau? Los! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gern versuchen. Du bist lange, als man sich erzählt, Adlerfrau. Wir sterben gemeinsam. Ja! Nein, du stirbst alleine. So, wohin? Triff den Fan im spartanischen Lager. Wer war der Junge, der mich gerettet hat? Wir müssen jetzt erfahren. Ich wusste, du kommst. Die Spartiaten schlachten hier alle ab. Wir müssen sie aufhalten. Nicht wir, ich. Komm doch hier hin. Nicht gucken, komm. Ja, jetzt bewegt er sich, willst du mich verarschen. Ich? So, jetzt noch zwei. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt tot. Adlerfrau. Nenn mich Cassandra. Ich heiße Natakas. Sie nannten mich Adlerfrau. Woher kennen die mich? Ich weiß nicht, aber sie suchen auf jeden Fall nach etwas. Der Jäger. Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Cassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Nur den Elitekämpfer des Ordens auf. Sie haben alle umgebracht. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Siehst du, kaum ist der eine Ohren ausgeschaltet, kommt ein nächster. Weitere Fluss aufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Spalt hier. Also, wer ich bin.
Hä? Wie? Hab ich doch erkundet hier. Ist aber nix. Mann, ey. Saubere Arbeit. Die Perser wurden eiskalt überrascht. Wachen. Das muss der richtige Weg sein. War das schon immer hier? Da war jemand vor mir hier, der genau wo... Wer bist du? Ja, super. Diese Klinge. Nicht schlecht. Heilen. Takas, was machst du denn? Das ist die Adlerfrau. Das ist dein Vater? Die Adlerfrau. Wir müssen los, Natakas. Es kommen weitere Soldaten. Unser Versteck ist unter dem Felsbogen. Dort findest du uns. Ist der Vogel gerade eben durch den Boden geflogen? Ich weiß nicht. Aber ich muss mal was gucken. Und zwar beim Schiff. Kann ich nichts mehr Neues verbessern. Okay. Schade. Weil jetzt hätte ich genug Holz und Leder, um ein bisschen zu verbessern. Versteckt und hier steht so von dem Pferd vor. Die Adlerfrau hätte dich töten können. Genug, es ist vorbei. Immer wenn ich denke, wir wären entkommen. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Brennende Dörfer. Perser, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir.
Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ihr müsst doch wissen, was hier vor sich geht. Diese Perser, die die Spartiaten befehligten. Der Orden der Ältesten. Eine mächtige Geheimgesellschaft, die Persien über zahllose Regenten hin kontrollierte. Eine Geheimgesellschaft? Davon gibt es ja einige. Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren. Persien. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Mehr darüber erfahren. Vielleicht soll ich mal Tag. Okay. Hier unten. Okay, 9 Orden. Und die Klingen gab es schon vorher. Was ist das denn jetzt hier? Die Wölfe außerhalb der Stadt sind ungewöhnlich blutrünstig. Sie sollen sogar das des Nachtes Menschen in Amphipolis sehr fleisch haben. Welcher garstiger Anblick. Der Jäger hat eine starke Bande mit den Wildtieren,
Diese Angriffe dienen offenbar seiner Jagd auf die Adlerfrau. Falls jemand diese Wölfe töten könnte, wäre das Rubel des Jägers geschwächt. Ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. Ist das jetzt Nebenquest oder Hauptquest? Es sind jetzt wieder zwei. Entarne und eliminiere den AP. Das ist eine Nebenquest. Finde und töte die Wölfe des Jägers. Ach du Scheiße. Kann das sein, dass sich das jetzt alles nur hier drin abspielt? Ja, weil das hier auch nur orange ist. Und hier? Also ich glaube, das hat mit dieser Insel. Mit der Insel. Hat das mit allen Inseln zu tun? Nö. Also hier, ich glaube, alle, die orange umrandet sind, haben jetzt mit dem DLC zu tun. Aber... Ich würde sagen, in der nächsten Folge mache ich hier die Nebenmission und sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.